EA Sports. It's in the game. So, und damit begrüße ich euch, sag hallo, herzlich willkommen zurück zu FIFA 17, die Demo, endlich wieder Fußball auf meinem Kanal. Mein Name ist Frankonia, wer mich noch nicht kennt, ich zocke hier unter anderem auf meinem Kanal auch FIFA, aber jetzt war eine kleine Sommerpause, wo ich auch ehrlich gesagt keinen Bock hatte irgendwie zu zocken. Und jetzt sind wir aber wieder hier heute mit der FIFA 17 Demo. Und ja, wir hören es uns mal an. Aber das Problem ist, jetzt ist schon wieder Musik im Hintergrund. Ne? Ich müsste halt echt gucken, dass ich das dann wegmache. Okay, egal, das kriegt man schön. Gameplay-Features, neue Angriffstechniken wie präzise Steilpässe und wuchtige Schüsse ermöglichen noch größere Vielfalt bei der Chancenerarbeitung und beim Torabschluss. Überarbeitete Standards, verleihe deine Standardsituation deinen ganz eigenen Stil und erlebe Kreativität bei jedem Rundenball und von Freistößen und Elfmetern über Ecken bis hin zu Einwürfen. Sehr nice. Gameplay-Features. Verbesserte Körpereinsatz. Die physischen Interaktionen der Spieler wurden in sämtliche Spielfeldbereiche überarbeitet. Du hast im Kampf und Ballräumen nun die komplette Kontrolle. Adaptive Spielintelligenz. Ein brandneues System ermöglicht pausenlose Spielanalysen. Verstärkt die Aktivitäten abseits des Balls und verändert die Art und Weise, wie Spieler sich bewegen, analysieren und reagieren. FIFA Ultimate Team, das werde ich jetzt nicht machen, bevor ich jetzt wieder wirklich Probleme habe mit FIFA, mit dem Titel. Ihr könnt auf Stopp schalten, wenn es euch interessiert. Und ja, The Journey, genau, kommt ja noch. Das Leben in der Premier League, powered by Frostbite. Dank der Power der Frostbite Engine präsentiert FIFA 17 authentische Fußballaktion. Versetzt die Spiele in neuartige Spielwelten und bietet den Fans vielschichtige und emotionsgeladene Charaktere. Das Leben in der Premier League. Lebe erstmals in der Geschichte von FIFA eine ganz eigene Story auf und neben dem Rasen als Premier League Nachwuchsstar Alex Hunter. Spiele für einen beliebigen Premier League Verein, tritt für authentische Trainer an und laufe neben einigen der besten Spieler der Welt auf. Genieße brandneue Spielwelten in FIFA 17 und bahne dir deinen Weg durch die emotionalen Höhepunkte und Tiefpunkte von The Journey. Neue Features haben wir ja hier. So, wir gehen mal auf Anpassen. Ich mache mal hier, muss kurz die Musik ausmachen, Freunde. Ich hoffe, ich kann das machen. Untertitel? Ne, Untertitel machen wir aus, weil das mich immer eigentlich extrem stört. Kommentatoren machen wir auch aus, man. Musik muss ich leider Gottes auch ausmachen, nämlich dann spinnt jetzt wieder FIFA. Ich hoffe, es kommt heute pünktlich raus. Denn es gab richtig Probleme beim Runterladen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch habt, die Demo. Aber hier ist das noch okay. Ansonsten, ja, hat sich nicht viel geändert. Ein bisschen farblich, ein bisschen anders, aber sonst passt es. So, The Journey, da weiß ich nicht genau, was es ist. Ich weiß nicht, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir das auch mal anspielen sollen. Aber ich weiß nicht, dann geht halt die ganze Vorfreude dann auf das Haupt-Let's Play irgendwie zunichte, weil dieses The Journey werden wir auch spielen auf meinem Kanal. Und halt noch die Saison mit dem ersten FC Nürnberg. Zumindest die erste Saison mit dem ersten FC Nürnberg. Ja, und da bin ich halt doch gespannt. Ich muss auch dazu sagen, wer mich noch nicht kennt und meine FIFA-Let's Plays, ich bin nicht gut. Ja, also ich bin kein Profi-Let's Player. Auch kein Profi-FIFA-Spieler, aber ich spiele es gern mit Leidenschaft und ja, doch mit ein bisschen Temperament. Und aber ich finde trotzdem, dass ich doch das ein oder andere spannende und packende Spiel bieten kann auf meinem Kanal. Und warte mal. Das war ja Spieleinstellung, war doch schon wieder was ganz anderes, ne? So, jetzt pass auf. Wir können auf Weltklasse, wir machen heute erst einmal auf Profi. Geschwindigkeit normal, ja. Halbzeitlänge können wir nur 4 Minuten machen. Okay, wir spielen heute dieses erste Spiel mal auf Profi. Und ich habe mir schon überlegt, was wir machen. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, welche Partien ich spielen soll.
Mit welchen Mannschaften? Ich würde es schon begrüßen, wenn ich nicht unbedingt die Bayern spielen müsste. Aber zur Not, ich mache das jetzt sowieso nur mal Tests, auch mit meiner Stimme versuche ich mal ein bisschen jetzt bei der FIFA 17 Demo ein bisschen zu rumexperimentieren. Mit meiner Stimme, dass da ein bisschen mehr Bass drin ist. Weil ich, wie ich finde, ich doch eine ziemlich hohe Stimme habe. Ich habe jetzt eine tiefe Stimme, weil ich halt jetzt frisch aufgestanden bin, sage ich mal. Jetzt ist gerade mal 6:30 in der Früh. Und ja, jetzt noch ein bisschen die tiefere Stimme. Aber ja, werde also jetzt erstmal bei dieser Demo ein bisschen rumexperimentieren bei mir, was da noch so geht. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Wir machen aber jetzt mal gleich sofort los. Klassisch, kennst dich aus. So, und ich habe mir überlegt, dass wir das Manchester Derby machen, wenn es euch nichts ausmacht, heute in der ersten Folge. Ich muss sagen, das neue Manchester City Logo, ja, das gefällt mir ja aber mal so überhaupt nicht, Freunde. So, ansonsten, yo, passt, ne? Sehr schön. Oh, ich freue mich endlich wieder FIFA. So, dann gehen wir nochmal hier kurz rein. Alter, stimmt, ja, die haben wir Ibrahimovic. Ja, schaut eigentlich gut aus, ne? Wir lassen es mal so. Wie gesagt, ist ja nur ein Test. Und ich denke mal, dann geht es auch so in Ordnung. Ich bin ja wahnsinnig auf die Grafik gespannt. Flachpass Bronze, oh, cool. Soll, glaube ich, jetzt auch mit 60 FPS sein. Wow, schon wieder versemmelt. Okay, Freunde. Na, läuft doch, läuft doch. Läuft doch, Freunde, läuft doch. Jetzt ist der Trainer schon wieder an. Schön. Na, läuft doch gar nicht mal so schlecht, ne? Ui, läuft doch gar nicht mal so schlecht. Nein. Nein. Aber es fühlt sich schon richtig gut an. Ein wenig weicher, würde ich sagen. Gut gemacht. Yeah. Muss ich sagen, es fühlt sich ein wenig weicher an. So, Freunde-Bestenliste kann ich leider nicht aufrufen. Weil es geht einfach nicht. Ich konnte mich nicht mit den EA-Servern verbinden. Von daher machen wir weiter und wir genießen es mal. Stamford Bridge. Ah, das Stamford Bridge in Chelsea. Beziehungsweise in London. Ich schaue mal, ob man da ein wenig was sieht, so Unterschiede. Ibrahimovic, oh, schau nachher, Guardiola. Sehr nice. So, Kevin De Bruyne und Zlatan Ibrahimovic, muss ich sagen. Ja. Er ist ein guter Fußballspieler, aber okay. Darüber kann man auch streiten, wie es sonst ist. Ich finde, man kann auch Weltklasse sein und nicht so, ja, angeben in dem Sinne. So, ich weiß nicht, Frostbite Engine, merkt man da einen Unterschied? Ich kann es euch jetzt aus dem Stegreif erst einmal nicht so sagen. José Mourinho, der sieht geil aus, ja, schaut schon geil aus. Muss ich sagen, so die Mannschaftsaufstellung. Da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr gespannt, wie das läuft, Freunde, wie das läuft. Wie gesagt, heute, ich werde jetzt doch ein paar Folgen aufnehmen, aber schreibt es in die Kommentare durch, welche Partien ihr gerne hättet, wo ich hier auf dieser Demo spielen soll. Würde mich freuen, würde mich sehr freuen. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht großartig viel zu sagen zu FIFA 17. Das schaut, oder die Fans, ja, hört sich normal an. Sagen wir mal, wie beim Vorgänger. Benoit, Talay. Alles klar. Und Man City hat Anpfiff. Da sind wir jetzt gespannt, wie das läuft. Viel Spaß, Freunde. FIFA 17, die Demo mit Manu. Gegen den FC. Ja, gegen Manchester City, Freunde. Die Kamera ist schon wieder so weit weg.
Die Kamera ist schon wieder so weit weg da. Entschuldige, das sind wir doch gleich mal. Gehen wir doch gleich mal auf die Einstellungen. Spieleinstellungen hat er gemacht. Kamera, hier haben wir es. Ich hab's gerne mal wegen, na? Korb, FIFA Standard, FIFA 16 Standard. Dynamisch, ich weiß nicht, was nehmen wir denn? Ich hätte es doch immer gerne. Übertragene Tele. War das immer Telekamera? Komm, machen wir mal FIFA 16 Standard und dann schauen wir mal. Ja, ah, doch jetzt. Ja, so passt es, oder? Würde ich sagen. So, Freunde, jetzt viel Spaß, auf geht's. Erstes Spiel, ich spiele das heute auch zum ersten Mal, um ehrlich zu sein. Beziehungsweise ich habe es jetzt über Nacht runtergeladen. Ich komme schon nicht an den Ball hin, das fängt schon wieder gut an, Franconia. Ja, Steuerung natürlich, typische FIFA-Steuerung. Nein, gut abgeblockt. Ui. De Bruyne. Ah ja, ja, ich glaube, ich brauche da gar nicht auf Weltklasse spielen. Ich glaube, ich brauche da gar nicht auf Weltklasse spielen diese Saison. Ich komme ja nicht einmal am Ball hin. Schön. Luke Shaw. Nice. Valencia. Schön. Rooney. Erste Möglichkeit bei FIFA 17. Wayne Rooney. Da steppt doch der Bär, Freunde. Da steppt doch der Bär. Wayne Rooney. So, ich muss aber euch gleich sagen, es kann sein, dass vielleicht das Video ein bisschen zu laut ist. Also das Ingame-Lautstärke, dass die vielleicht heute Abend im FIFA-Video, dass die vielleicht ein bisschen zu laut ist oder zu leise oder meine Stimme zu laut oder zu leise ist. Wie gesagt, ich sehe das hier alles noch als Test. Ihr mögt mir verzeihen. Aber ich will da doch jetzt ein bisschen rumexperimentieren, dass ich immer die richtige Lautstärke beieinander habe. So. Und der nächste Schuss. Ah, gut gemacht. Wer ist das? Luke Shaw, genau. Passt schon. So, von Ibrahimovic haben wir noch nichts gesehen, großartig. Ist der Schweinsteiger dabei? Ja, finde ich auch nicht gerade schön. Ne? Dass man den so aufs Abstellgleis steckt. Ui, Obacht. Vorsicht, boah, Vorsicht, Schuss. Boah, Weltklasse-Parade. Dich her, kennst du aus? Hier, was ein Pfund von Gündogan. Und dich her, Batsch. Da jubelt er, mit was? Mit Recht. Dich her, der Spanier, der jetzt, glaube ich, sogar die Nummer 1 ist in der spanischen Nationalmannschaft. Man weiß es nicht. Und ich hoffe, die haben das Zeitspiel raus, Daniel. EA Sports, ich hoffe so für euch. Weil das geht mir doch ein wenig auf den Zwirbel. Alter! Erstes Tor für Man City. Grün Aguero. Mit dem, ja, dann doch überraschend. Und dann spielen die Tiki-Taka hin. Wahnsinn, dann spielen die Tiki-Taka hin und her. Und dann nichts zu halten für dich her. Und da freut er sich, der Pep. Da freut er sich, der Pep. So, Sergio Aguero. Oder Kun Aguero. Ich habe Kun, glaube ich, gesagt gerade. So, Mädels, weiter geht's.
So, wir gehen jetzt mal ein wenig in die Offensive nachher, hat er gemeint. Nein! Die sind alle schon wieder viel schneller wie ich. Etzler, schön gemacht. Schneiderler, schöner Pass. Henrik, Mkhitaryan, der ist schnell. Boah, gut geklärt von Mangala. Oder Mangala, keine Ahnung, man weiß es nicht. Fängt es schon wieder an bei FIFA bei mir, ne? Dass ich wieder den Namen nicht richtig aussprechen kann. So, jetzt muss Obach gehen. Schön dazwischen. Es gibt trotzdem, jetzt gibt es Freistoß für. Für mich, jo. Hä? Was ist das für eine Einstellung? Die ist jetzt ganz anders bei Freistößen, oder was? Schön! Rooney! Rooney! Fetter Schuss! Gute Möglichkeit für Man United. Also den Guardiola, den haben sie schon gut hinbracht, ne? Muss ich schon sagen, den haben sie echt gut hinbracht. So, 3 Minuten Nachspielzeit. Etzler, ups. Hopp, meine ich. Ja! Foul! Schiri! Was? Jetzt pfeift er auf Halbzeit. Geht schon wieder los mit die Schiris, Freunde. Da hat sich nichts geändert. So, Pep kann eigentlich nicht so zufrieden sein, denn wir waren eigentlich auch nicht schlecht beieinander. Hier sieht man es auch mit den Schüsse. Die haben halt einmal mehr aufs Tor geschossen, aber Passgenauigkeit, Wahnsinn. 95% und die 96%. Ist vielleicht dem neuen Spielsystem zu verdanken, zu schulden, man weiß es nicht. Auf jeden Fall denke ich, wird die Passgenauigkeit doch um einiges, denke ich mal, jetzt auch nach unten gehen. Da bietet sich auch schon wieder keiner an, Freunde. Und dann hast du die Fehlpässe und dann kontert Man City. Aber gut aufgepasst. Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, der Geniale. Ibra! Nachschuss! Boah, das gibt's nicht! Ich wollte eigentlich nicht so emotional, nochmal die Riesenchance, Wayne Rooney! Ich wollte es ja eigentlich ein wenig ruhiger angehen lassen heute. Also nicht so mitfiebern, eigentlich. Aber packt mich schon. José Mourinho, ich finde die Haare voll geil. Muss ich sagen, schaut schon nicht schlecht aus. So, ich freue mich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Folgen von FIFA der Demo kommen. Am 29. kommt ja das Hauptspiel raus. Und ich muss sagen, es kostet ja 70 Euro. Ich hätte es mir nicht gekauft, ich bin ganz ehrlich. Aber dann gab es doch eine sehr, sehr gute Aktion bei GameStop. Ich weiß nicht, wird vielleicht der ein oder andere sicherlich kennen. Aber da gibst du dein altes FIFA 16 Anzahlung und kannst dann so für einen günstigeren Preis FIFA 17 erstehen. Habe ich gemacht. Wow. Latte, Glück gehabt. Glück gehabt, das Silva. Ich glaube, wir können auch mal... Oh, Leroy Sané geht. Denn für 70 Euro hätte ich mir dieses Spiel nicht gekauft. Da bin ich ganz ehrlich, weil es mir zu teuer ist, Freunde. Weil es mir zu teuer ist. Wen tun wir raus? Das passt eigentlich noch so ein bisschen. Und dann gab es jetzt so eine Aktion für Games bei GameStop. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, aber ich glaube nicht mehr. Nee, gibt's nicht mehr. Es war, glaube ich, nur eine Woche ging die. Da musstest du, also ich habe ja FIFA 16 schon gar nicht mehr. Denn da musstest du dein FIFA 16 abgeben. So, wie kann ich hier nochmal meinen Männler machen? Egal. Dann konntest du dein FIFA 17 abgeben.
16 abgeben. Und dafür dann so quasi im Vorbestellermodus dann dir dein FIFA 17 erstehen. Schön! Ja! Ibra! Jetzt blocken die ab wie Monster. Ich glaube, auf Weltklasse mache ich nicht, oder? Ihr könnt es selber entscheiden, Freunde, kommt. Soll ich auf Weltklasse mal umstellen? Bei dieser Demo. Wie gesagt, ich werde jetzt ein paar Spiele am Stück aufnehmen. So, keine Ahnung, 3-4 Spiele. Und dann schreibt das bitte unter diesen Kommentaren, was ihr für Wünsche habt für diese Demo. Was ihr für Wünsche habt für diese Demo. Posten wieder, aber gut gespielt. Henrik Mkhitaryan. Und der muss drin sein, Freunde. Der muss drin sein. Man City mit doch gehöriger Portion Glück, muss ich sagen. So, Gündogan geht jetzt auch raus. Touré kommt rein. Ich gehe dann doch mal wieder ein wenig sehr offensiv. Denn es brisiert, hat er gemeint. Es brisiert, hat er gemeint. Wie gesagt, last but not least, wir waren ja bei dem GameStop-Aktion. Das Ende vom Spiel, um ehrlich zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes, ist, dass ich mir FIFA 17 jetzt für 40 Euro, neu natürlich, Day One Edition, dass ich mir die jetzt für 40 Euro bei GameStop erwische. Und die wird definitiv, oder mit großer Wahrscheinlichkeit wird sie an diesem 29. auf meinem Kanal erscheinen, dann wieder ab 18 Uhr. Wie gesagt, ihr könnt mir auch auf Twitter und auf Facebook folgen. Da werde ich dann auch immer die aktuellen Upload-Pläne, und ihr könnt es auch oben, wenn ihr auf meinem, jetzt pass auf, wenn ihr auf meiner Kanal-Startseite geht bei YouTube, dann könnt ihr bei meinem Kanal-Banner, sind rechts doch die Zeichen von Facebook und Twitter, und dann müsste, glaube ich, auch ein grünes Zeichen noch sein, das ist der Upload-Plan, den könnt ihr anklicken, dann habt ihr immer den aktuellen Upload-Plan, wie es gerade ist, beziehungsweise wie oder was ich momentan für Spiele auf meinem Kanal, welche es aktuell quasi gibt, die ich let's play. Schön in die Mitte. Yo! Fuck! Oh, schon 2 Minuten rum. Yes, it's now. Yes, it's now. Yes, it's now. So, und das war's dann auch. Leider Gottes 1:0 verlieren wir unser erstes Spiel. Den Test gegen Man City. Ja, ich muss da muss halt noch reinkommen, Freunde. Da muss halt noch reinkommen. Ich hoffe, es läuft dann schon um einiges besser dann beim Hauptspiel. Aber es war schon ganz gut. Wir haben eigentlich Chancen gehabt. Kann man nicht sagen. Wayne Rooney vor allem torgefährlich. Zlatan Ibrahimovic ein bisschen mit Unglück. Aber okay. Ich denke, darauf können wir aufbauen hier. Freunde der Sonne, ja, und dann hoffe ich, seid ihr dann wieder. Nächste Folge wird wieder morgen 18 Uhr kommen. Wie gesagt, geht mal auf meinen Upload-Plan, auch auf Twitter. Ist es mit verlinkt auf meiner Profilseite, und ja. Ist doch eigentlich ganz gut gelaufen, jetzt muss ich sagen. Wie gesagt, schreibt jetzt heute in diese Kommentare bitte, was ich machen soll. Soll ich mal auf Weltklasse spielen? Welche Partien soll ich spielen? Ihr wisst es ja, glaube ich, selber, welche Mannschaften alles mit dabei sind. Unter anderem die Bayern ist, glaube ich, die einzige deutsche Mannschaft. Dann 3 englische, eine amerikanische. Dann Real Madrid noch, italienische, glaube ich, noch. Und ja, dann könnt ihr doch mal schreiben, wie wir oder welche Mannschaft nicht hin. Hier seht ihr auch die Schüsse. Ja, wir waren besser, Freunde, wir waren besser. Haben aber trotzdem verloren. Aber egal. Gameplay-Features, ja, das klicken wir mal weiter hier. Bla 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 bla. So, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, und ob ich auch mal dieses Journey anzocken soll. Ja. Ich weiß nicht, ob das schon ein Gameplay wäre oder ob das nur irgendwie erklärt wird, was du da genau machen kannst. Auf jeden Fall wird es richtig cool. Hier seht ihr ja die Mannschaften, da haben wir noch Olympique Lyon, Juventus, Inter Mailand. Was sind das noch? Die unteren 3 kenne ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht. Paris Saint-Germain, auch eine klasse Mannschaft. Wie gesagt, da schreibt doch mal in die Kommentare, welche Partien ich spielen soll.
Ob ich auch mal auf Weltklasse spielen soll, echt zu sein, war das jetzt schon Herausforderung genug auf Profi. Wie gesagt, das ist ja auch heute auch mein erstes Spiel gewesen. Und ja, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, sehen uns dann wieder morgen zu FIFA 16. Wie gesagt, kann vielleicht sein, dass es ein bisschen laut ist, ein bisschen leise ist. Die Ingame, der Ingame-Sound beziehungsweise mein Mikrofon. Aber ich denke, das kriegen wir schon hin dann. Bis zur ersten Folge vom Hauptspiel von FIFA 17. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann wieder morgen um 18 Uhr auf meinem Kanal mit FIFA 17 die Demo. Macht's gut. Servus, euer Franconia.